Hier kommt die Western-Sensation des Jahres. Zwei Weltstars des Wilden Westens schießen zum ersten Mal gemeinsam. Der Tod ritt dienstags. Er führt sie in die Pionierzeit Amerikas. Und das ist die erregende Story. Ein Waisenjunge wird zum Prügelknaben herzloser Bürger und zum Spielball für Cowboys und Killer. Ich übernehme deine Rache für 50.000 Dollar. Zwei Außenseiter der Gesellschaft zwingen eine Stadt in die Knie. Was haben Sie mit dem Jungen gemacht? Er ist ja plötzlich wie ein tollwütiger Wolf. Ein Wolf ist er schon immer gewesen. Tollwütig habt ihr ihn erst gemacht. Sie sind hinter dir her. Sie suchen dich. Die Leute von Talby suchen dich, Scott. Ein Drittel sofort und den Rest später. Die Kopfprämie lockt die Ratten ans Licht. Der Tod ritt dienstags. Ein Weltklasse-Western mit internationaler Spitzenbesetzung. Wild Jack ist tot, aber sein Konto ist noch offen und das möchte ich auflösen. Ich verstehe Sie nicht ganz. Italiens Star Giuliano Gemma. Der berühmte Amerikaner Lee Van Cleef. Die bezaubernde Christa Linder und Charakterdarsteller wie Walter Riller. Denk an mich, wenn der Tag kommt, wo du Talby Auge in Auge gegenüberstehst. Wenn du tust, was mein Vater will, wird er sich nicht mehr zwischen uns stellen. Und was will er? Das weiß ich nicht. Aber du wirst es meinetwegen tun. Ein Film, der alle Wünsche erfüllt. Ein Mann, der weder Tod noch Teufel fürchtet, muss plötzlich seine Grenzen erkennen. Ich sollte dich in den Stall zurückschicken und dir die Pistole wegnehmen. Dazu ist es zu spät. Versuchen Sie es ja nicht. Der Tod ritt dienstags. In jeder Hinsicht ein Volltreffer. Das hier ist Ihre Quittung. Zarte Männer. Zwei große Schauspieler. Ein atemberaubendes Abenteuer.